Juhu, morgen geht's nach Mannheim. Besser gesagt, der Ortsteil, glaube ich, heißt Altrib und da ist ein schöner See. Und da ist ein Campingplatz, da sind wir bei Gute Freunde. Und da gibt es ein mega geiles Schichtfleisch aus dem Deutschofen. Und jetzt fahre ich zu meinem Metzger des Vertrauens, hole mir die guten Zutaten, den Schweinenacken. Und ich sage es euch, es ist mega geil und ich freue mich schon auf Mannheim Altrib. Wir kommen. So, ich habe jetzt den Schweinenacken geholt von meinem Metzger des Vertrauens. Das brauchen wir für die Schichtfleisch auf dem Dutchofen FT6. Und ich habe jetzt 2 Kilo geholt. Das müssen wir jetzt in fingerdicke Scheiben schneiden. Ungefähr so. Und die lege ich gleich einmal so her. Also wie gesagt, fingerdicke Scheiben. Und die schneide ich jetzt fertig und dann nehmen wir den guten Rap hier vom Klaus Grillt. Also das ist ein richtig schöner, durchwachsener Schweinenacken und den brauchen wir. So, den Schweinenacken habe ich jetzt fertig geschnitten. Da habe ich noch einen Rest, den mache ich dann. Und jetzt hat er den sehr guten Rap vom Klaus Grillt. Zuerst einmal liebe Grüße an den Klaus. Mega geiler Rap. Ich habe extra den Klaus angerufen, ob ich das für Schichtfleisch verwenden kann. Dann hat er gemeint, ich soll einfach nur ein bisschen Paprika dazugeben und dann ist das ein mega geiler Rap. Aber jetzt trinke ich zuerst einmal Prost. Und nochmal. Ah, das Biergeld. Und das werden wir jetzt richtig schön würzen. Wir sind fertig. Wir haben das ganze Fleisch rundum und um mariniert. Richtig schöne Scheiben sind das. Und die werden wir jetzt einvakuumieren, weil die nehmen wir morgen nach Mannheim Altrib mit. Ich freue mich schon riesig. Auf das trinke ich jetzt erst einmal. Unglaublich lecker. So, ich schneide mir jetzt einen Schlauch runter und dann tue ich alle Scheiben vakuumieren. Zuerst ein Ende verschweißen. So. Ich kann ja den ruhig nochmal unten in die Videobeschreibung einstellen. Ein geiler Vakuumierer, der Casio VC100. Ja. Also ich weise nicht mehr ausdrücklich darauf hin, es ist unbezahlte Werbung, alle Artikel wurden von mir selbst gekauft, weder gesponsert, weder sonst irgendwas. So, machen wir zwei und schweißen. Bis er geschweißt hat, würde ich sagen, Prost auf das mega geile Schichtfleisch und ich freue mich schon. Ja, schon fertig. Ja. Ich schlichte jetzt das ganze Fleisch da rein und dann geht es wieder weiter. So. Die Scheiben sind jetzt alle sauber in den Vakuumierschlauch. Ich muss die Ränder ein bisschen abtrocknen. Dann drehen wir um. Vakuum und Schweißen. Ich drücke ihn aber ein bisschen mit, damit wirklich die Luft sauber rausgeht. Ja.
und kneten nebenbei. Somit kann man das Gerät ein bisschen unterstützen. Ja, wie bei einer Herzmassage. Ja. Das war's. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir sehen uns dann wieder in Mannheim, Altrib am Waldsee. Lauter Chaoten auf der Straße. Unglaublich. Das ist eigentlich meine Autobahn, aber zugeht wird es wie in einem Saustall. Das ist echt der Wahnsinn. So viel Verkehr. Du brauchst nicht gleich am ersten Song. Jetzt machen wir die Autobahn frei, weil jetzt komme ich wieder her. Unglaublich. Da kriege ich so ein Hals. Zuge ohne Ende. Wahnsinn. Es geht ja, im Verhältnismäßig geht es ja eh noch. Aber jetzt hat keiner auf meiner Straße zum Fahren. Jetzt haben wir wieder 80. Von unbegrenzt auf einmal, zack, haben wir wieder auf 80. Aber da kriege ich wirklich so einen Blutdruck. Servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und heute bin ich in Mannheim, Altrib, weil heute gibt es nämlich ein leckeres Schichtfleisch aus dem Dutchofen. Und was wir alles dazu brauchen, ist ganz einfach, wir brauchen 2 Kilo Schweinenacken, den habe ich gestern schon gerappt, 500 Gramm Bacon, das brauchen wir als Backpapier, 3 große Zwiebel in fingerdicke Scheiben geschnitten und 3 Paprika. Und natürlich eine gute Barbecue-Sauce, die wo dann oben drüber kommt. Das Ganze machen wir auf dem Petromax von FT6. Auf dem Petromax FT6. Und bin heute Gast beim Markus aus Mannheim. Genau. In dass Alt. Der auch mal was Frisches zu essen kriegt. Ne? Genau. Und jetzt ja, weil die Bayern, die haben es halt erfunden. Und ich würde sagen, wir haben fast sturmfreie Bude. Und da würde ich sagen, wir trinken auf einen gelungenen Abend. So ein Edelstoff ist schon was Feines. Also so ein Bier ist einfach wieder was Gutes. Lecker. Also wie gesagt, wir haben jetzt alle Zutaten vorbereitet und dann werden wir den Dutchofen richtig bestücken. Und jetzt sagen wir, jetzt machen wir zuerst einmal Pause, weil wir haben jetzt bald dran. Also bis später. So, das ist der Petromax FT6 und jetzt fangen wir an mit dem Baconspeck. Werden wir den ganzen Dutchofen auskleiden. Da fangen wir jetzt an. Einfach so rein. Also keine Panik, ich kann nichts machen, ich habe mir den Finger bei der Autotür eingeklemmt. Jetzt bin ich ein bisschen gehandicapt. Also wir müssen jetzt den ganzen Boden und die Wand mit dem Bacon auskleiden.
So, das mache ich jetzt mit dem ganzen Topf und dann geht's wieder weiter. Leute, ihr seht das auf der Kamera, aber sowas von lecker und geil. Genau. Das natürliche Backpapier haben wir jetzt drin, genau 500 Gramm Beckenspeck, geht genau auf für die Wandung und vom Boden. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen zum Schlichten. Ah, der Schweinenacken muss noch aufgeschnitten werden. Ah, der Duft, unglaublich. Und jetzt fangen wir an zum Reinschlichten. Wir fangen an mit Zwiebel. So. Dann geht es weiter mit dem Nacken. Das schaut voll lecker aus. Na, da können wir noch eine kleine Zwiebel rein. Und dann haben wir ein paar Paprika. Da brauchen wir nicht so viel. Und am Rand dann Zwiebel. Das ist wie ein Tetris. Und immer schön runterdrücken gleich. Das Schöne ist beim Dutch Oven, wenn der die Füße hat, schräg kippen, dann kann man das wunderbar neischlichten. Und das machen wir jetzt im Wechsel, bis der Teigofen richtig voll ist und dann stellen wir ihn gerade und dann tun wir wieder weiter. Ja. Ich würde sagen, ich trinke mal. Jetzt müssen wir erstmal anstoßen. Schaut euch den geilen Topf an. Ist doch mega geil. Oh. Also wir werden etwas Neues erleben im Leben, so, da kann man richtig, wird genial sein. Da kann man sagen, das ist Foodporn. Ja. Wir haben jetzt den ganzen Dutch Oven bestückt. Jetzt kommt oben noch ein bisschen Barbecue-Sauce drüber. Da nehmt ihr einfach meine her, die wo euch am besten schmeckt. Mir war es nicht ganz so scharf. Weil nachwürzen kann man immer. Das, weil wenn so. Kinder mitessen, ist das nicht das Wahre. Und heute sind Kinder glaube ich auch dabei. Also da brauchen wir nicht sparen. Ihr dürft nicht vergessen, da sind fast 2,5 Kilo Fleisch drin mit allem anderen, also kann ruhig genug drauf, das zieht durch. Genau, das klang aber. Und jetzt werden wir das Ganze noch ja, ein bisschen zudecken. Da geht es jetzt nicht mehr so genau. Müssen wir das auch mal per Bild festhalten, genau, was der Helmut da alles Schönes macht. Wir brauchen ein Bild für Instagram. Ja. So, wollen wir uns mal erheben über diesen Topf, wie der Helmut das so schön macht. Und so haben wir das Ganze schön zugedeckt. Ja. Das ist schon... So, der Dutch Oven ist bestückt und jetzt warten wir noch ein bisschen und dann heizen wir die Kohlen an und dann geht's weiter. Leute, das ist wie guter Sex. So, wir haben jetzt die Kohlen vorgeglüht. Wir brauchen unter dem Dutch Oven 6 Stück und oben auf dem Deckel brauchen wir 9 Stück. Die werden wir jetzt schon mal verteilen. 3, 6, 7, ja, machen wir 7. Also, schaut einfach lecker aus. Ne? Nee, muss nicht helfen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Und da haben wir so einen kleinen Fusel, den haben wir da her. Und da würde ich sagen, 3 Stunden ist es fertig ungefähr
Und dann werden wir mal probieren. Wir schauen zwischendurch nochmal nach, so in einer halben Stunde, Stunde. Und dann schauen wir mal. Eine Stunde ist jetzt rum und jetzt werden wir mal nachschauen, wie es ausschaut mit unserem leckeren Schichtfleisch. Wir haben ja gesagt, wir brauchen 3 Stunden. Eins kann ich jetzt schon mal sagen, der Duft ist der absolute Hammer und jetzt schauen wir einfach mal nach. Oh. Unglaublich und der Duft ist jetzt schon der Wahnsinn. Wir haben da super geile Flüssigkeit von der Zwiebel, vom Paprika und vom Beckenspeck und natürlich auch vom Schweinenacken. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen richtig geilen Geschmack und den kriegen wir. Wir machen jetzt wieder zu. Wir warten jetzt noch 2 Stunden und dann ist es normalerweise fertig. Wir haben jetzt 2 Stunden rum und jetzt schauen wir mal noch, wie der Duft sich entwickelt. Insgesamt brauchen wir ja 3 Stunden, aber jetzt haben wir 2 Stunden rum. Leute, und wir können es einfach nicht mehr erwarten. Jetzt schauen wir mal rein. Das ist ein Schmetzer. Geilen. Der Duft ist genial. Oh. Ist jenseits von Gut und Böse. Schaut euch das an. Ach du Scheiße, warte, da muss ich ein Foto machen. Ist das der geil. Da kann in die Hände kriegen, das ist mir wurscht. Aber mach schnell, sonst haut die ganze Hitze ab. Hat der Schuh schon aufgestellt. Der knüpft einfach. Es ist. Wir brauchen ja ein paar Bilder für Instagram, aber jetzt weiß ich nicht, ob das Bild scharf ist. Allein dieser Geruch ist es wert, hier zu sein und sich drauf zu freuen und das wegzuessen. Und Leute, selbst wenn es nicht schmeckt, der Geruch, der ist. Nein, der schmeckt einfach. Das kannst du vergessen. Allein dieser Geruch ist. Auf das darf ich sagen, wir trinken einmal. Ja, wieder ich kann es nicht beschreiben, aber. Man kann Göttliches erfahren und ich glaube, heute haben wir diese Grenze erreicht, das Göttliche. Es ist ganz einfach, ganz geschmeidig, aber... Ich würde sagen, 3 Stunden sind jetzt rum und jetzt schauen wir mal, wir werden jetzt das Geheimnis lüften, wie das Ganze ausschaut. Oh, Schmacko fett, also ich sage es einfach, wie es ist. Eine kleine Offenbarung. Ich würde sagen, wir werden das ganze Leckerli probieren. Das Problem ist, wie kriegen wir das in Portionen da raus? Das sieht echt. Doch, das geht schon. Es ist. Oh, wow. Ja. Das Fleisch ist zart wie Butter. Und wir werden es einfach mal. Absolut. Der absolute Hammer. Dazu gibt es Baguette. Kartoffelsalat geht genauso gut. Und ich kann nur sagen, schmeckt sehr, sehr lecker. Wie gesagt, macht es nach. Lasst sein Abo da, die Abo-Glocke drücken nicht vergessen. Und auf einen Daumen nach oben würde mich freuen. Und wie gesagt, macht es unbedingt nach. Schichtfleisch aus dem Deutschhofen, hier in Mannheim, Altrip, einfach mega geil. Oh. Ja. Fuck, ist das lecker. Fuck ja. Genial. Also, danke fürs Einschalten, habe Jerry, macht es gut. Genial. Bis zum nächsten Video, Helmut, die Janka Filmschmiede, habe Jerry.